In die Nachkriegszeit geht er als verheirateter Mann. Im Jahr 1916 heiratet er in Danzig eine gewisse Lucia Maria Mollin. Und 12 Jahre später wird ihr einziger Sohn Manfred geboren. Erwin dient weiterhin in der Armee und unterrichtet an Militärschulen in Dresden oder Potsdam, wo er seine Kriegserinnerungen »Infanterie greift an« veröffentlicht. Es ist ein Bestseller, den sogar Reichskanzler Adolf Hitler mit Interesse liest. Die Sympathien beruhen auf Gegenseitigkeit. Zwar tritt Rommel nie in die NSDAP ein und kümmert sich sozusagen nicht um deren Ideologie, aber er begrüßt Hitlers Aufstieg zur Macht als Mittel, um den deutschen Stolz wiederherzustellen und möglicherweise einen neuen Krieg zu beginnen. Hitler tritt zunächst an Rommel heran, um die Sicherheit des Reichskongresses in Nürnberg zu gewährleisten, und ein Jahr später bietet ihm den Posten des Kommandeurs der Sondereinheit an, der für die Sicherheit des Führers auf der Straße zuständig ist. Rommels erste Aktion ist also Hitlers Reise in das besetzte Sudetenland im Oktober 1938.